Was mich jetzt aber irgendwie noch stört, ist das hier. Jetzt ist natürlich hier auch nicht so schön. Oder mache ich das jetzt zu? Hm. Aber dann müsste ich den anderen Stein haben. Dann müsste ich den anderen Stein haben. Ich glaube, ich habe noch irgendwo, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ah, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Mehr oder weniger. Den Stein habe ich wahrscheinlich oben. Der. Ich glaube, den habe ich oben gelassen, weil hier habe ich ja eigentlich mehrheitlich das, was auch alle anderen klauen dürfen. Eieieiei, was für ein Bauprojekt. Und wenn ich denke, was ich da hinten irgendwann vorhabe, ja dann Halleluja. Stein. Hier haben wir Stein. Aber da müsste doch noch mehr rumliegen. Hm. Oder etwa nicht? Anscheinend nicht. Haben wir Kohle? Haben wir Kohle? Kohle. Hier haben wir ein bisschen Kohle. Hier haben wir ein bisschen mehr viel Kohle. Okay. Obwohl es... Ach, hier. Hier ist ja drin. Da ist ja drin. Da muss ich ja gar keinen machen. Meine Fresse. Super. Das hast du super gemacht. Erstmal die Bude einschwemmen. Okay, das kann ich wieder reinhauen. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Warum habe ich denn drei Uhren? Ich habe doch zwei gemacht. Ja, anscheinend nicht. Okay. So, let's go. Noch futtern. Also ich muss sagen, dafür, dass das hier so eine ziemliche ich weiß gar nicht, wie dieses Biom heißt. Hier mit dem ganzen Kies und Gedöns. Haben wir hier jetzt ziemlich viele Wasser reingebracht. So. Würde ich sagen. So, dann machen wir dazu. Ja, komm. So. Irgendwo habe ich da noch ein Loch entdeckt. War das hier? So haben wir das auch noch gefüllt. So, ich glaube, so kann man es einigermaßen lassen. Und jetzt kommt der nächste Streich. Na komm, schwimmen hier. Das hier muss ja auch noch dazu kommen. Ich weiß nicht.
Oh, ich glaube, es ist okay. Oder? Da könnte man dann tatsächlich irgendwie eine Höhle bauen. Oder so. Weiß noch nicht genau. Ich weiß es noch nicht genau. Nee, schon unten, ja, sind wir. So, haben wir noch Erde, haben wir. Sehr schön. Hier nix. Es ist dunkel geworden. Okay, jetzt haben wir hier das Problem, dass das Wasser reinläuft, aber das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlimm. Eigentlich. So. So haben wir das Problem gelöst. Und da kann man dann irgendwann mal irgendwas machen. Das darf dann der Zukunftsmachines. Tut mir leid, dass ich diesen Spruch von Gronkh geklaut habe. Nur, dass er halt nicht Machines sagt, ist klar. Kann sich dann damit beschäftigen. Könnte ich eigentlich sogar zumachen. Ist das sogar schöner, wenn hier keine Erde, sondern dieser Stein drin ist. Da sieht das irgendwie ein bisschen besser aus, habe ich so das Gefühl. Jetzt nicht so geplant. So. Er sollte natürlich eigentlich dahin. Jetzt gerade Nacht. Ich glaube ja. Warte. Falsch. Ja. Okay. Kann man ja dunkel lassen, das spawnt doch nichts, oder? Auf Wasser? Oder spawnt da was? Wäre mir neu. Da müsste eigentlich nichts spawnen. Doof ist, man sieht von hier, da was ist. Müssen wir ein bisschen anders machen. Ja. So. So. Okay, ich hoffe, man sieht das jetzt nicht mehr. Von vorne. Wir gucken gleich. Erstmal futtern. Ja, nicht, dass man das direkt sieht. Okay, da ist zwar, da sieht man zwar ein bisschen was, aber nicht mehr so extrem wie vorher. Sehr schön.
Ist okay, glaube ich. Ansonsten könnte man vielleicht hier auch noch... Da sieht man immer noch was. Da sieht man noch ein bisschen. Man könnte ja von hier hinten rein. Theoretisch könnte man da ja auch zumachen, oder? Ich probiere das mal. Mir leid, ne? So, ich probiere das mal. Das wäre natürlich cool. Okay, jetzt kommt hier noch rein. Oh, ein bisschen kommt noch was rein. Rufus, ich weiß halt nicht. Wo hier könnte man ja auch zumachen. Da könnte man ja zumachen. So, dann kommt jetzt einfach von hier noch Wasser rein. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinten dann überhaupt machen will, aber... Ah, es kommt immer noch rein, okay. Wir könnten ja da auch eine Tür hinmachen. Hätten wir eigentlich von Anfang an machen können. Könnte man das hier nämlich auch wieder wegmachen. Ein Teil davon zum... Ja. Obwohl man sieht ja so nichts. So könnte man es eigentlich lassen. Ich glaube, so könnte man es lassen. Erstmal. Wir können ja dann immer noch später, falls wir wollen, da was ändern. Ich überlege gerade, ob ich diesen Fluss tatsächlich noch da irgendwie dran binden soll. Könnte man ja machen eigentlich. Dann hier einfach noch zack und zack. Und schon haben wir hier angebunden. Aber ich möchte hier nicht rundherum Stein machen. Ich glaube, ich lasse da Erde. Der Kante. Damit das so ein bisschen natürlicher hier aussieht. So. Oder man könnte hier sogar... Ich lasse es mal so.
glaube, wir haben jetzt lange genug daran gebastelt. Alter Schwede. Aber ich finde, dafür, dass ich, dass ich das gemacht habe, sieht das bisher ganz okay aus. Jetzt ist nur noch die Frage, was machen wir hier? Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen anpassen. Und das müsste ja dann sowieso noch weg. Also das war ja von vornherein klar, dass das Zeug hier weg. Nur noch die Frage, wie wir das genau machen. Überlegen, deswegen ein bisschen ruhiger. Alter, ist das viel Stein. Sehr viel Stein. Möchte das Ding natürlich so weit hinausziehen, wie es nur geht. Damit das auch so ein bisschen natürlich quasi abklingt, sage ich mal. Ne, hier so das Wasser dann irgendwann am Ende ist. Das geht ganz schön weit hinaus. Warte, das wird schon wieder Nacht. Kann man jetzt da natürlich noch sehr, sehr weit ziehen. Ich will das einfach ein bisschen natürlicher aussehen lassen, dass ich das irgendwie so ein bisschen hinkriege. Das sieht irgendwie jetzt nicht so pralle aus. Naja. Daran müssen wir noch arbeiten. Oh Gott. Was haben wir denn eigentlich für Zeit? Ich merke da nicht so langsam den Hunger kommen. Können wir aber das Wasser noch ganz schön weit ziehen. Das wird noch weit gehen, Freunde. Wahrscheinlich sehr, sehr weit.
Aber ich denke, ich werde es dann auch irgendwann bald mal hier auch stoppen. Und dann Erde hinpacken. Aber ich liebe halt Wasser. Das ist so entspannend irgendwie. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Irgendwo in der Ferne? Oder war das in der Musik? Nee, ich höre einen Zombie.